Scheiße war gestern. Der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und das habt ihr jetzt schon mehr als 80 Mal schon gehört hier über euren Podcast-Anbieter. Also die Chance relativ hoch, dass es Spotify ist, denn das ist so der Podcast-Anbieter Nummer 1 in unseren Statistiken zumindest. Aber das interessiert euch gar nicht, denn euch interessiert eigentlich viel mehr, wen wir heute hier zu Gast haben. Und das ist der Spätzen. Nein, ist nicht der Spätzen. Der Spätzen gehört zum Lebeninventar. Moin, Spätzen. Wollte ich gerade sagen, der Spätzen ist auch da. Ein herzerfrischendes Moin, Moin. Grüß dich. Genau, aber jetzt darfst du gerne unseren Gast hier vorstellen. Ja, und unser Gast heute ist wirklich ein Tausendsasser. Es, glaube ich, gibt keinen in der deutschen Metal-Szene, zumindest fällt mir persönlich keiner ein, der schon, doch, es gibt sicherlich auch andere, die so lange schon dabei sind, aber Ewigkeiten schon am Mikrofon. Hansi Kirsch, Blind Guardian. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Schönen guten Tag, schön bei euch zu sein. Boah, das ist auch wirklich, wirklich, wirklich mir eine Ehre, dich heute hier zu haben, auf jeden Fall. Und als ich die Mail bekommen habe, dass das alles klappt, da habe ich hier so einen kleinen Luftsprung gemacht. Und dann komme ich auch noch verspätet an den Start. Ach, halb so wild, halb so wild. Die Aufnahme, da hört man das nicht. Aber damit wir keine Zeit verlieren, würde ich direkt mit ins Themenroulette reinstarten. Spätzen, willst du mal kurz die Regeln erklären? Die Regeln vom Themenroulette. Wir haben gleich einen wundervollen Zufallsgenerator. Der spuckt uns ein Thema aus, welches wir dann 10 Minuten lang besprechen dürfen. Wenn die 10 Minuten vorbei sind, dann müssen wir das Thema knallhart abbrechen. Der Kai macht heute den Timer, ich mache den Zufallsgenerator. Ja, und ich freue mich drauf. Ich hab Bock. Oh Gott, das ist schrecklich. Du, in der Regel passt das. Die Fragen gehen immer nur um ganz, ganz unwichtige Dinge wie Musik. Okay, los geht's. Sollen wir einen Zufallsgenerator starten? Spätestens ein bisschen bereit? Ich starte den Zufallsgenerator. Los geht's. Unser erstes Thema ist Features und Gastmusiker. Und der Timer startet und ich habe die tolle Ehre, dieses Thema, du darfst alles darüber sagen oder auch nichts darüber sagen, an unseren Gast zu übergeben. Features und Gastmusiker. Jetzt darf ich 10 Minuten sprechen, ohne dass ihr mir Fragen stellt. Theoretisch ja. Theoretisch dürftest du es, ja. Immer komplizierter für mich. Features, ja. Ich habe auf ewig vielen Platten mitgemacht. Ich weiß tatsächlich nicht, auf wie vielen. Von Blind Guardian über Demons and Wizards angefangen bis zu irgendwelchen Projekten, an denen ich beteiligt gewesen bin. Und die meisten haben eine Menge Spaß gemacht. Einige waren etwas verwirrend, alleine deshalb, weil ich nicht genau wusste, warum man mich als Sänger dafür haben wollte. Andere waren dann auf der anderen Seite so gut vorbereitet, dass es eine echte Freude war, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und die Ergebnisse sind dementsprechend auch anders. Einige von diesen Sachen sind in Vergessenheit geraten. Nicht nur bei mir, ich glaube auch bei anderen. Keine Ahnung, ob es da überhaupt noch Aufnahmen von gibt. Ich könnte noch nicht mal sagen, an wie vielen Projekten ich teilgenommen habe. Bei uns, Blind Guardian, andersrum, da gibt es halt eben auch eine Menge Leute, die sich für und bei uns verdient gemacht haben, von den Gastbassisten, die mich praktisch beerbt haben, Oliver Holzwart, Baron Corbois und jetzt Johann von Stratum über Kai Hansen, ist die Liste auch recht lang und ich bin diesen Leuten tatsächlich absolut zu Dank verpflichtet und bin immer wieder überrascht, wie viele gute Leute da draußen sind, die auch wirklich kreativ sind und sich in ein Projekt wie Blind Guardian, das ja jetzt nicht in 5 Minuten entstanden ist, so schön einarbeiten können und so viel Gutes dazu beitragen können. Dann will ich ja mal ganz klar wissen, was interessiert einem am meisten? Was sind denn so diese Projekte, wo du sagst, so, das war so mit am skurrilsten als Gastmusiker? Das waren die Sachen, ich will jetzt keine Namen nennen, es sind wie gesagt nicht die kleinsten Bands oder Künstler, mit denen ich gearbeitet habe. Was bei mir die Alarmglocken hochgehen lässt, ist, wenn jemand im Text schon schreibt, hey, ich habe hier einen Song spezifisch auf dich arrangiert, der ist auf deine Range angelegt. Ich kenne nach all den Jahren noch nicht meine Range und ich weiß nicht, welche spezifische Tonlage meine Tonlage ist. Und dann denke ich mir schon immer, okay, ist ja vermessen. Sind dann aber meistens, wie gesagt, gar nicht so schlechte Leute. Und dann denkst du, oh, das ist aber schon ein ganz schönes Wissen. Mal sehen, was da kommt. Und dann kommen in der Regel immer 0815 Arrangements, bei denen man relativ schnell
erahnen kann, dass das Leftovers sind, die für irgendein Projekt benutzt werden und die definitiv nicht für mich geschrieben worden sind und auch nicht in meiner Range liegen. Das ist mir ein, zweimal passiert. Einmal bin ich zu einer Produktion gekommen, da bin ich davon ausgegangen, ich würde Gastvocals machen, also Backing-Vocals. Dann hieß es, nee, keine Backing-Vocals, du müsstest die beiden Nummern für uns singen. Ich glaube, es waren zwei. Und dann hieß es, okay, ja, was soll ich denn singen? Ja, wir haben so gedacht, in die Richtung. Dann hat man mir einen Text hingehalten und hat gesagt, so, jetzt sing. Hat gemacht. Es ist aus meiner Sicht auch nicht so besonders toll geworden. Die Leute haben sich nie beschwert. Deswegen habe ich dazu auch nie großartig Stellung bezogen. Das war echt skurril und hat nicht so viel Spaß gemacht. Schöner ist es dann, wenn es halt eben so wie bei Orphaned Land läuft. Du hast einen kleinen Spot, der tatsächlich in dem Falle für mich so arrangiert gewesen ist, dass ich den Eindruck hatte, okay, da hat der Komponist tatsächlich von vornherein oder zumindest schon seit sehr, sehr langer Zeit darüber nachgedacht, dass ich diesen Part singen könnte. Herr Spätzen, was denkst du, wenn du an Gastmusiker denkst? Wenn ich an Gastmusiker denke, das Erste, was ich überhaupt denke, ist, es wird irgendwie in letzter Zeit mehr. Habt ihr auch das Gefühl? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in den letzten Jahren so Tendenz steigend Richtung Features und Gastmusiker kommt. Was natürlich auch sein kann, was ich auch total verstehen könnte, einfach Marketing-Effekt, mal ganz trocken betrachtet, ne? Gerade so in Zeiten von Spotify, wo so ein Album gar keine Langlebigkeit mehr hat. Das ist so ein Feature natürlich, ne, dass man da quasi zwei Zielgruppen, zwei Fanbases einfach zusammenbringt. Das ist so das Erste, was mir eigentlich zum Thema Gastmusik einfällt. Ja, das ist ein guter Punkt und sehe ich ähnlich. Ich bin ja auch da dann halt eben mit der einen oder anderen Aktivität gesegnet gewesen. Wir versuchen es bei Blind Guardian auf der anderen Seite tatsächlich so zu halten, dass wir uns an und für sich nur Leute holen, wenn wir wirklich der Meinung sind, okay, die passen in irgendeiner Form zu der Geschichte. Ja, also diese Features, ich denke mal, ist genau wie du es gerade gesagt hast, die finden statt, um einfach mehr Content zu haben. Verbindet natürlich auf der anderen Seite Künstler miteinander und man hat sowohl als derjenige, der da vielleicht für einen anderen Künstler aktiv wird, als auch den, der praktisch die Plattform zur Verfügung stellt und vielleicht diesen Künstler dementsprechend da auch ein bisschen oder beziehungsweise sein Fan-Following für sich gewinnen will. Es hat für beide Seiten durchaus Vorteile, aber ist inflationär. Aber ist natürlich genauso auch ein Problem, also kann natürlich genauso auch zum Problem werden. Also ich sag mal, wenn man irgendwie was Negatives mit einer Band verbindet und dann ist man doch vielleicht 4 Alben davor mal als Gast gewesen, kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Aber das ist jetzt nicht die Assoziation, die ich mit dem nächsten Künstler habe, den ich eigentlich so als das Projekt für Gastmusiker sehe, das ist Irian. Und da hast du ja auch mehrfach mit dem Ian Lucassen Dinge aufgenommen, also das ist ja gefühlt das ganze Album mit aufgenommen, das ist The Source, da warst du sehr aktiv mit involviert? Ja, Ian hat, der ist einer von denen, die praktisch wirklich diese Nähe zum Künstler haben. Der macht sich tatsächlich Gedanken darüber, wer welche Position besingen kann. Da hatte ich noch nie den Eindruck, okay, das kann ich jetzt gar nicht mit mir in Verbindung bringen. Merkt man meistens auch daran, dass viele Vocal-Layer-Sachen, die auch bei Blind Guardian nicht so selten passieren, bei mir belegt sind häufig. Dann hat er eine Nummer wie River of Time konzipiert. Da höre ich auch ganz klar, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was kann ein Hansi Kirsch zu Arian beitragen? Mhm. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, der spielt im nächsten Jahr in Tilburg wieder seine 3 Shows oder 4 Shows sind es, glaube ich. Und da bin ich auch bei. Und das sind Mega-Events. Die Sänger sind alle gut, die dabei sind. Da ist keine Ausschussware bei. Und ich hatte noch nie da den Eindruck, okay, der Sänger passt jetzt überhaupt nicht rein. Ian ist aber auch extrem demokratisch oder extrem offen für Veränderungen. Also er ist jemand, der durchaus den Künstler auch inspiriert oder zumindest bittet, seinen eigenen Touch einzubringen. In meinem Fall muss ich sagen, war es nicht nötig. Das waren immer extrem gut und geschmackvoll komponierte oder arrangierte Gesangspassagen, die ich
mehr oder weniger 1:1 abgearbeitet habe. Also wenn ich nicht 1:1 abgearbeitet habe, eher deshalb, weil es dann weil ich es falsch verstanden habe und es ein Unfall gewesen ist. Aber bin mir verhältnismäßig sicher, dass ich relativ nah dran gewesen bin an dem, was Ayan sich auch ursprünglich vorgestellt hat. Ayan ist super, aber mit Ayan und Arian hast du logischerweise dann den direkten Link zu Tobi und Avantasia. Absolut. Da geht's ein bisschen mehr in die Comets, in die Mainstream-Richtung, in die AOR-Richtung, aber von der Qualität Gleiche. Das sind beides Top-Arrangeure und Komponisten. Ist das so, dass du da, wie kommt so eine Gastmusikerrolle beziehungsweise so ein Feature zusammen? Also ist dann, dass du da angefragt wirst vom Label oder spricht dich dann irgendein Musiker an und sagt, ey, hör mal, hier hast du 500 Euro, magst du das mal einsingen? Oder wie genau stellt man sich das als Musikfan vor? Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Künstler mich kontaktiert haben. Stimmt nicht ganz. Bei Tobi ist es so gewesen, dass ich vom damaligen Labelchef angesprochen worden bin. Mhm. Der hatte einen guten Kontakt zu uns, weil Henna und wir ein paar Mal zusammen gespielt haben. Und als Edgar dann die Vainglory Opera aufnehmen wollten, hatte Tobi wohl diverse Fragen in Bezug auf Vocal Arrangements. Und Henna hat uns damals zusammengebracht. Ich habe halt eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ich es mache und worauf ich Acht gebe. Da kam dann halt eben die Anfrage, ob ich nicht 1-2 Sachen mit arrangieren wollte und dann dementsprechend auch auf dem Album singen wollte. Und so ist bei uns dann der Kontakt hergestellt worden und seitdem verbindet uns eine innige Freundschaft. Und Ayan hat mich tatsächlich direkt kontaktiert. Ist das kommerziell? Bringt das einem was? Kommerziell? Stopp! Die Frage nicht mehr beantworten, bitte. Die 10 Minuten sind genau jetzt rum. Der Timer. Ja, der Timer ist immer ziemlich hart. Das ist das muss irgendwie gefühlt jeder einmal über sich ergehen lassen, dass die 10 Minuten hart einschlagen. Ja. Aber auch hart eingeschlagen, was für ein Themenwechsel, ist ein neues Album von euch, von der Band Blind Guardian. Und zwar am 2.9. auf den Markt gekommen. Ist das korrekt? Nee, Quatsch, das war nicht der 2.9., das 20.9. Der 2.9. Oder der 2., ja. Und zwar unter dem Namen The God Machine ist das neue Album auf den Markt gekommen. Ist auch sehr erfolgreich eingeschlagen. Ich hab gehört, da gab es nur so einen Schlager-Heini, der leider in den Charts noch vor euch war. Story of My oder of Our Life. Da ist immer irgendwer, ob es eine Helene Fischer ist oder jetzt in dem Fall Roland Kaiser. Da muss man einfach halt eben dieses Quäntchen Glück haben. Andere Künstler hatten es schon. Bei uns war es noch nicht so, aber im Endeffekt sind die Charts ja, ist schon irgendwo ein Prädikat und natürlich will man irgendwann mal auf der 1 stehen. Wir waren es in diversen Ländern, in Deutschland noch nicht. Was soll ich sagen? Album hat sich gut verkauft. Ja? Mhm. Frau ist glücklich, Weihnachten ist gesichert. Ich kann mit der 2 wunderbar leben. Ich bin tatsächlich von der Plattenfirma gefragt worden, ob wir nicht das Veröffentlichungsdatum nochmal verändern wollten. Und mea culpa, ich habe Roland Kaiser tatsächlich unterschätzt. Ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass wir ohne Probleme mehr verkaufen würden als Roland Kaiser. Jetzt muss ich aber sagen, im Nachhinein, in der Nachbetrachtung, der ist tatsächlich, seitdem dieses Album rausgekommen ist, der konstanteste Künstler. Also die Charts sind doch ein schnelles Geschäft mittlerweile, rein, raus und ab und zu auch nochmal wieder zurück. Aber Roland Kaiser, der hält sich, glaube ich, zumindest bis zur letzten Woche konstant in der Top 20, sogar meistens irgendwo in den Top 10. Und das ist momentan schon eine ganz schöne Leistung. Und das schaffen die meisten Künstler nicht mehr. Von daher, ich habe ihn furchtbar unterschätzt und habe einen auf der Nase gekriegt. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil einige der Gastmusiker mir sehr vertraut sind. Billy King singt da unter anderem die zweiten Stimmen. Und das sind Leute, die auch für Blind Guardian schon tätig waren und extrem gut sind. Und die arbeiten halt eben auch nur für die, die erfolgreich sind. Aber spannend. Also ich glaube, das ist dann immer auch wieder so eine Bubble-Geschichte. Ne? Man ist in seiner Bubble und unterschätzt da vielleicht dann einfach so auch den Schlagerbereich, der vielleicht auch. Ja, es ist ein bisschen wie Metal. Es sind treue Fans. Es sind Fans, die auch noch losrennen und sich physisches Produkt holen. Da ist jeder Künstler heutzutage dankbar drüber.
Aber was ich halt eben nicht gedacht hätte, ist, dass es auch im Streaming-Bereich, also bei Spotify unter anderem, so gut funktioniert. Ich habe das dann so ein bisschen gegen uns gestellt und irgendwann war mir schon klar, okay, das ist doch also noch eine populärere Musik und vor allen Dingen er als Künstler ist doch angesagter, als ich es so auf dem Schirm habe. Ich habe Verwandte, die sind Roland-Kaiser-Fans, Cousinen, bla bla bla. Ne? Und die haben den dann, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren tatsächlich angehimmelt, himmeln ihn wahrscheinlich heute noch an. Aber ich dachte so, ja, läuft so langsam auf, aus? Nein, es läuft nicht aus, es funktioniert noch immer. Ich hab das hautnah. Ich habe das bei meiner Mutter, die hat sogar ein Roland-Kaiser-Bild im Schlafzimmer hängen. Oh je. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level, die es auch fanseitig denken kann und die bestellt jedes Album vor. Das ist total krass. Also ich glaube... Ja. Wie du gerade gesagt hast, das ist Kult und die Leute bestellen das dann auch knallhart und sind dann auch knallhart Fans. Was gekostet. Ich werde sie ausrichten. Ja, und jetzt ist die Frage, wir können mal unsere Hörer fragen, ihr dürft das gerne bei Instagram mit beantworten, @leise war gestern. Wer von euch hat denn ein Hansi-Kirsch-Bild im Schlafzimmer hängen? Oh, oh das würde mich auch interessieren jetzt. Ich glaube, dass die Info geben wir einfach mal bis nach Krefeld weiter. Jetzt habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Aber noch mal kurz zurück zu deinem Album. Und zwar hat mich gerade eine Sache als allererstes ein bisschen irritiert. Gar nicht negativ, sondern eher ist es mir aufgefallen. Ich finde, das Cover-Artwork ist ein bisschen spezieller. Also ich habe eigentlich immer so bei Blind Guardian irgendwelche Drachen, Mittelalter-Szenarien und so. Und ich finde, dass das The God Machine Cover Artwork wirkt für mich sehr dystopisch. Könnte unabhängig jetzt davon, dass es natürlich auch zu eurer Musik passt, aber auch ohne Probleme auf einem Cover von einer Thrash-Metal-Band landen, was ich so bei so einem Mittelalter-Szenario nicht passend fände. Und gab es da irgendeinen Grund, warum das gerade dieses grau-rot Artwork da ja, gesetzt wurde, um den Satz richtig zu enden. Uns haben die Farben gefallen. Wir fanden es zeitgemäß. Mhm. Wir haben dieses Problem auch nicht gesehen. Ja, also dystopisch kann ich sogar verstehen, aber es hat halt eben auch einen sehr starken Computerspiel-Fantasy-Touch. Also ein bisschen was Sakrales ist das falsche Wort, aber ein bisschen sowas Spirituelles. Ja. Und das brauchten wir, weil das auch in den Texten ist und The God Machine lädt ja auch geradezu ein, in diese Richtung zu denken oder zumindest mal sinnieren. Und wir fanden, es war eine konsequente Weiterentwicklung und sind sogar ein bisschen überrascht, dass dann doch so viele Leute das als Stilbruch empfunden haben. Wir haben ja in den Interviews auch schon so ein bisschen verlautbaren lassen, dass dieses Album für uns eine Art Neuanfang war. Von daher war auch klar, das würde artwork-technisch ein bisschen anders besetzt werden. Aber so der große Unterschied zu dem, was wir davor gemacht haben, der wäre uns gar nicht so geläufig gewesen, dass der Guardian nicht drauf war oder der Guardian durch so einen Engel ersetzt wird. Das hätte halt eben auffallen können, aber auch der Guardian ist ja bei Blind Guardian Covern nicht immer unbedingt präsent oder zumindest nicht prominent präsent. Und die Drachengeschichte ist tatsächlich zwar jetzt aufgrund von T-Shirts und so relativ massiv bei uns, aber auf den Artworks dann auf der anderen Seite doch nicht so. Es ist nur, dass dieses Imaginations from the Other Side eben Artwork so einen Eindruck hinterlassen hat, dass man uns automatisch immer mit diesen Drachen auch verbindet. Die sind schon mal da, aber ja, also ich hätte die jetzt nicht an erster Stelle bei uns irgendwie postiert. Weder jetzt im Inhalt von den Texten noch in Bezug auf die Artworks. Spitzen? Ich fand es gerade sehr interessant und wollte es einfach mal so stehen lassen, die Aussage. aber eine Frage hätte ich schon. Du hast nämlich gerade auch angesprochen, ne, dass es so ein bisschen trotzdem Fantasy und auch vor allem Game-Charakter hat. Und das Thema Game, da einfach mal eine ganz persönliche Frage und auch ganz plump. Bist du Gamer? Spielst du? Weil ihr habt ja damals auch einen kleinen Gastauftritt, das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ja. Du erinnerst dich wahrscheinlich Sacred 2. Genau. Ne? Also würdest du von dir selber sagen, dass du da irgendwie Gamer bist oder eher nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich bin im Grunde genommen mit Leuten verbandelt, die absolute Die-Hard-Gamer sind. Der Rest der Band, der steht da Kopf drauf und an und für sich, seit ich André kenne und das jetzt wirklich 40 Jahre erfasst,
ist er halt eben in dieser Szene irgendwie zu Hause. Und das färbt dann in dem Sinne ab, dass das schon mal thematisch durchaus auch bei mir aufgenommen wird und in irgendeiner Form sich in den Texten oder in der Musik wiederfindet. Die Somewhere Far Beyond ist so ein perfektes Beispiel. Ja. Diese Baden-Thematik kam damals ursprünglich auf durch ein Spiel, ich weiß nicht, ob es ein C64-Spiel oder Atari-Spiel gewesen ist. Das hieß, glaube ich, The Bard's Tale. Und das hatte so einen starken Eindruck hinterlassen, dass André dann irgendwann zu mir meinte, hey, du musst irgendwann mal was mit Baden machen, bla bla bla. Dadurch entwickelte sich dann die ganze Geschichte. Also die Computerspiele haben schon auch einen extremen Einfluss auf das musikalische Songwriting, aber eben auch dann im Weiteren, wie gesagt, dadurch, dass dann halt eben mal so der ein oder andere Vorschlag von Seiten Markus oder André an mich herangetragen wird, auf die Texte oder die Inhalte. Also auch eng verbandelt, ne? So Fantasy und Gaming, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen einhergehend, ne? Ich bin da, wie gesagt, nicht drin. Ich musste mich dann zwangsweise mit Sacred so ein bisschen damit auseinandersetzen, weil wir den Song machen wollten und auch inhaltlich natürlich nicht abstinken wollten. Und habe dann tatsächlich, weiß ich nicht, so ein paar, wie nennt man das, Quests gemacht da in dem Spiel aus dem ersten Teil. Ist nicht meine Welt, tut mir leid. Ja, muss ja auch nicht. Ist einfach eine andere Art von Storytelling, eine andere Art von Erleben. Gibt kein richtig und kein falsch, ne? Ist einfach so. Kein richtig und kein falsch, exakt. Und unabhängig jetzt mal davon, dass ich mit den Spielen nichts anfangen kann, diese Artworks haben im Grunde genommen aber doch so einen Einfluss, dass man, wenn man dann als kleiner Heavy-Metal-Musiker kommt und ein Artwork präsentieren möchte, dagegen nicht abstinken darf. Mhm. Und das ist nicht so einfach, weil die Budgets, die so ein Computerspiel zur Verfügung stellt, auch fürs Artwork, davon abgesehen, dass die ganzen Grafiken in den Spielen ja schon alle Artworks sind irgendwie, macht es nicht gerade einfach. Und ich beneide die Künstler, die für uns arbeiten müssen, deshalb nicht. Aber gerade da, finde ich, ist Peter Morbacher absolut auf dem Niveau dieser Computerspiele. Spannend. Bevor wir jetzt in die zweite und letzte Runde Themenroulette reinstarten, möchte ich einmal ganz kurz die Frage stellen, die der Spätzen, wo ich gedacht habe, er stellt sie. Deswegen hatte ich eben in diese kurze Stille nochmal verfragt, der Spätzen immer. Wenn dein Album ein Film wäre, was wäre es für ein Genre und was wäre die Story? Stille. Das ist die Reaktion auf die Frage immer. Ich würde tatsächlich eher so im dystopischen Bereich mittlerweile Sachen ansiedeln. Die dürfen zwar noch immer Fantasy behaftet sein, das ist so ein bisschen so, wie ich es eigentlich auf dem Beyond the Red Mirror Album auch probiert habe. Es ist eine dystopische König Artus Geschichte, die im Grunde genommen nur noch der Figuren nach Fantasy ist, ansonsten aber eher so diesen Touch einer dystopischen Geschichte trägt. Das ist mal eine Aussage. Passt auf jeden Fall sehr gut. Dann merkt man auch viel mehr, wie gut auch das Cover-Artwork dazu passt. Also das ist dann eine schöne, schöne runde Sache. Spätzen, sollen wir in die zweite Runde Themenroulette rein? Würde ich sagen, oder? Zufallsgeneratorfinger da? Der ist bereit, ja. Das ist super. Der Timer ist auch schon zurückgesetzt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Zack, zack. Zeit drückt. Und unser zweites Thema, Großmasken, nichts dahinter, schocken Slipknot, Lordi und Co. eher mit ihrem Image oder mit ihrer Musik? Okay, dann drücken wir mal auf Start. Slipknot, Lordi und Co. Also Slipknot und Lordi, da sind Welten zwischen, auch wenn sie halt eben image-technisch vielleicht, wenn man jetzt erstmal die Erscheinungen nach vorne stellt, eine gewisse Ähnlichkeit haben. Musikalisch, wie gesagt, sind da Welten zwischen, da passt absolut ein Alien sogar dazwischen. Wir haben jetzt für The God Machine ein Video gemacht. Und zwar heißt es Architects of Doom. Und da verkleiden wir uns. Und das Ganze war so ein bisschen in Richtung Conspiracy gedacht. Und ich glaube, Andres Idee war tatsächlich so, da auch so ein bisschen dieses Erscheinungsbild von, auch wieder von Computerspielen, ich weiß nicht mehr welches, es war Assassin's Creed oder irgend so ein Kram, irgendwo in Szene zu setzen. Und gleichzeitig ging es da auch tatsächlich so ein bisschen rum, so in die Richtung, in dieses Slipknot Ecke abzudriften. Was ist passiert? Die Leute fanden das Erscheinungsbild teilweise verwirrend.
Andere fanden es gut, aber ich habe so ein paar Resonanzen gelesen. Da ging es dann aber nie um Slipknot und da ging es auch nie um Assassin's Creed. Da ging es dann meistens tatsächlich um Ghost. So kann man sich vertun. Und auch Ghost hat mit Lordi und mit Slipknot nichts zu tun. Und da ist halt eher so die Maske das, was da im Vordergrund steht. Also ich habe jetzt gerade hier einmal ganz kurz nochmal rübergeschaut. Da trägst du ja auch so eine Vollgesichtsmaske, wie so eine eiserne Maske und dazu einen Kapuzenanzug. So für die, die es jetzt noch nicht gesehen hatten. Ja. Das ist natürlich so eine Sache für sich. Ich glaube, so gerade die Maske selber ist ein ganz spezielles, ich sag mal, Genre-Mittel, was wir ziemlich hart innerhalb des Metals gepachtet haben. Also mir fällt jetzt gerade auf Anhieb keine Band ein, außerhalb vom Metal, die sowas mal, oder Hardrock, muss man ja so sagen, ne? Also Lordi ist ja Metal zu bezeichnen, fände ich ein bisschen schwierig. Mhm. Ist eher so ein Klassik-Rock. Und deswegen, ich glaube, dass Masken selber das Image zwar nicht vorgeben, aber zumindest schon mal sagen, okay, es befindet sich irgendwo im Metal. Also das ist zumindest da die Gemeinschaft. Aber da stelle ich mal eine ganz, ganz böse, böse Frage, die auch so ein bisschen mit dem Erfolg von Lordi zu tun hat. Ihr wisst wahrscheinlich schon, woraus es hinausgeht. Hätten Lordi den Eurovision Song Contest gewonnen ohne die Masken? Also ich finde schon, dass es noch andere Musikarten gibt, die auch mit halt eben Verkleidung arbeiten. Mir würden da jetzt praktisch so die 80er-Jahre-Bands einfallen, aber auch die Punk-Bands. Ich meine, da waren Swastikas, was auch immer halt eben. Alles, was so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, durchaus auch en vogue und erlaubt. Und Verkleiden gehört dazu. Es ist halt eben ein großes Schauspiel, ja, es ist nicht die echte Welt und das will man vielleicht auch teilweise so ein bisschen damit noch stärker transportieren. Für uns geht es immer darum, eine Story zu erzählen und uns irgendwie in Erscheinung zu setzen, wenn wir so ein Video machen. Mhm. Ich glaube, wenn Lordi die Masken nicht getragen hätten, obwohl der Song gut gewesen ist und auch durchaus einen vorderen Platz hätte belegen können, hätte es damals wahrscheinlich nicht gereicht. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Die Band hat gute Songs, also für das, was sie machen, gute Songs. Und die Nummer war auch gut. Aber damals, genau wie heute, sind es halt eben andere Attribute, die Leute anrufen lassen. Mhm. Ich glaube, das ist beim Eurovision Song Contest in dem Fall auch einfach mehr tatsächlich ein Entertainment Contest und weniger ja, ist ein rein Musik. Contest. Da sind ja manchmal nicht häufig, aber dann zwei, drei passable Nummern dabei und die gewinnen in der Regel nie. Wenn man Glück hat, werden die Vierter, Fünfter und man wundert sich schon, wer da gewinnt häufig. Aber ich meine, die Geschmäcker sind unterschiedlich und da sind dann ja tatsächlich auch unterschiedliche Kulturkreise. Dass, weiß ich nicht, die slawischen Länder Musik anders empfinden als wir, steht außer Frage. Und dass die Franzosen, die Schweizer auch nochmal ein etwas anderes Süppchen kochen und die Spanier, ist auch klar. Und von daher ist letztendlich die ganze Geschichte immer auch so eine Zeitgeist-Sache und natürlich halt eben kollektiver Geschmack. Beispiel Slipknot würde ich nochmal sagen, findet ihr, es gehört so ein bisschen auch dazu, wenn man noch ein bisschen schocken möchte, weil Slipknot hat ja auch einfach ganz viele Dinge, die so ein bisschen, ich sag mal, Aufreger erzeugen könnten bei einigen Menschen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Oder? Was will man da noch machen? Und dann, im Grunde genommen ist mit Alice Cooper alles gesagt gewesen. Ja, stimmt. Aber trotz allem greifen Leute da auf, ob das jetzt ein Kiss danach sind oder King Diamond oder jetzt auch halt eben Ghost haben wir ja schon erwähnt. Das ist so eine Linie für mich. Wie will man noch schockieren? Es ist halt eben letztendlich der Versuch und je nachdem, wie man es in Szene setzt, kann man damit Erfolg haben. Aber bei Slipknot stimmt ja im Grunde genommen das Drumherum. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber es passt ja. Also die ist ja dementsprechend brachial und hat auch so die Attribute, die Maskierungen mit sich bringen. Und die Typen sind halt eben auch schräg drauf. Da kommt noch ein bisschen dazu. Da bedingt das eine das andere. Es gehört dann zusammen. Also erfüllt quasi das Klischee, das Bild, dann am Ende auch das Gesamtkunstwerk. Also dazu würde ich jetzt noch, wer mir noch einfällt, der Maskenträger ist auch schon ewig dabei, ist es Gore. Die gibt es, glaube ich, ungefähr genauso lang wie Blind Guardian. Ja. Keine Ahnung, 80er Jahre oder so.
aber auf jeden Fall schon ziemlich lange. Und die, die vergisst man da. Und jetzt im Falle von Slipknot könnte man da durchaus von den Alice Cooper für diese spezielle Musik sprechen. Ne? Mhm. Das ist ja auch schon tatsächlich Kunst. Ne? Das ist so ein bisschen wie Rammstein. Da ist es auch dieses Gesamtwerk. Ja, man weiß nicht genau, was es ist. Die Pyrotechnik, die Texte, die Art und Weise, wie alles produziert ist, die Musik, die Art, wie die Typen sich äußern, passt super zusammen. Und das ist so der Idealfall, wenn du praktisch um dich rum so eine diese Blase machst und diese Blase tatsächlich in sich schon Kunst ist. Ja, also bei Gwar weiß ich, da hat die, da waren wir, die waren ja dieses Jahr auf dem Wacken Open Air. Und das war, glaube ich, ein Mitternachtsslot oder also relativ spät auf jeden Fall. Und da kann ich mich erinnern an das Gespräch am nächsten Tag mit einer Kollegin, die auch vor Ort war, um Fotos zu machen, dass sie sagte, naja, also sie war froh, dass sie die Kamera dabei hatte, die wasserfest ist, weil da wurde so viel Kunstblut ins Publikum gespritzt. Das ist doch so ein, das ist so wie so ein ganz speziell Gwar. Ja, also das ist, ich glaube, in den 80ern wäre das auch noch, hatte das einen ganz anderen Schockmoment, ein ganz anderes Schockelement. Weil das kannte man so nicht. Heute sieht man gefühlt so, ich sag mal, schockende Momente jeden Tag, sei es bei Netflix, sei es bei Amazon oder im Fernsehen oder wie auch immer. Und ich glaube einfach, dass die Augen beziehungsweise die Seele der Menschen, wenn es sowas gibt, ja, die ist sowas schon relativ überdrüssig, die kennt's halt. Ja, also es ist nicht mehr so dieses, oh, wow, krass, die trauen sich das. Es war früher hart, dass ein Judas Priest, ich sag mal, mit einer Lederkutte auf die Bühne gerannt sind. Das war schon hart, weil sie so aussahen. Also deswegen so, beste da würde jeder lachen. Immer Venom. Ne? Hört ihr die ersten Venom-Alben an? Das war Krach damals. Man hat das als Krach empfunden. Ja, heute höre ich, oh ja, okay, der singt ein bisschen rauer, aber es ist klassischer Rock'n'Roll, ähnlich wie bei Motorhead, wobei Motorhead fast noch härter gewesen sind, im Nachhinein betrachtet. Und so ist das bei diesen Bands auch. Ja, da ist dann irgendwann eine Sättigkeit erreicht und es geht immer noch ein kleines bisschen nach oben, wie man schockieren kann. Ich glaube, wir werden irgendwann jetzt so eine Beruhigung erleben, die nächsten paar Jahre, und dann wird es auch davon wieder eine Renaissance geben und irgendwer, ja, wird praktisch dann wieder die Leute mit genau so einer Erscheinung schockieren. Aber gerade im Moment fällt es mir auch schwer. Ich finde es immer noch ein bisschen ekelhaft, wenn halt eben wirklich da mit Tierresten gearbeitet wird. Das machen ja auch diverse Bands. Und dann ist man ein bisschen Tour wahrscheinlich. Und muss vielleicht auch so sein, ich habe keine Ahnung. Aber da, ja, also muss jeder selbst wissen, ja. Also, ich nehme es mal gerade zurück. Ich würde, glaube ich, das meine Aussage von gerade eben nochmal revidieren und einfach mal korrigieren. Weil ich glaube, die Bands ohne Gesicht gibt es auch woanders, aber die Bands, die das nutzen, um zu schocken, ist wahrscheinlich eher im Metal-Bereich unterwegs. Da fällt mir nämlich zum Beispiel ein, noch ein Sido. Ja, der hat lange Zeit mit so seiner Totenschädelmaske Musik gemacht. Mhm. Dabei ist das gar nicht so ein hässlicher Kopf, der muss sich gar nicht verstecken. Dann, der muss nicht Podcasts machen, der kann ruhig auch Videos machen. Und Daft Punk, ein riesengroßes Ding, auch hinter Masken versteckt. Also es ist ein Aber was du da gerade bei den beiden Beispielen hast, ist genau das, Hansi, was du gerade gesagt hast mit Rammstein, diese Blase, die um die Band gebildet wird und so eine gewisse Unnahbarkeit. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man maskiert ist, und vielleicht sogar geheim hält, wer drunter ist, ist es noch dieses Geheimnisvolle, was einfach mit reinspielen, diese Unnahbarkeit, so keiner weiß, wer ist es eigentlich. Ja. Mir fällt gerade dieser andere Hip-Hop-Künstler nicht ein, ein ganz großes Ding. Crow, genau. Ja. Crow. Und stopp. Genau als dieser Name gefallen ist, war das Thema zu Ende. Das war schon Timing. perfektes Timing. Ja, dann sage ich erstmal bezüglich der beiden Themenroulette-Folgen vielen lieben Dank und auch danke für die Zeit. Als Abschluss haben wir eine immer die Ehre, dass wir die Perle der Woche hervorheben. Jeder Anwesende darf einmal kurz so den Song nennen, der die letzte Woche so den Tag begleitet hat, beziehungsweise die Woche begleitet hat. Und was war denn das bei dir, Hansi? Dazu nur gesagt, der Song kommt auch als Outro, weil wir zahlen extra GEMA dafür, damit wir was machen dürfen. Okay, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Es ist kein Metal. Es wäre es der vollkommen Song in Ordnung. Sarah Leander, ich weiß, es wird einmal ein Wunder entstehen. Den habe ich mir in dieser ich mag gerne tiefe Frauenstimmen.
Ich finde die Kunst in Bezug auf Musik der letzten 100 Jahre grundsätzlich mega interessant und bin da immer wieder auf der Suche nach Künstlern, die mich in irgendeiner Form inspirieren. Und bei Sarah Leander ist es so, hat mein Sohn irgendwann an mich herangetreten, der ist irgendwann auf Nina Hagen gekommen, auch eine große Künstlerin, und über die ist dann wieder Sarah Leander halt eben in unser Leben getreten und Hildegard Knef und ach, ich weiß nicht, wer noch alles. Also es ist echt unfassbar, wenn man sich diese Songs anhört, wie grandios, genial die gemacht sind und wie viel Input da drin ist, also geistiger Input, der ja auch heute noch dann so einen alten Hasen wie mich begeistern kann. Deine Perle der Woche, Spätzen? Meine Perle der Woche ist tatsächlich auch kein Metal. Das geht, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung von Hansi. Zumindest ganz grob. Das ist nämlich letzte Woche tatsächlich sehr, sehr viel gehört habe. Heidi Kabel mit Anne Eckstein Jung mit dem Band. Bitte, was? Sag mir gar nichts. Kennst du nicht? Kabel? Heidi Kabel muss man kennen. Eine deutsche Volksschauspielerin, hallo? Ja, okay. Hier Unsorgtheater und sowas. Ich bin schockiert, Kai. Ich verstecke mich gerade hinterm Mikrofon. Ja, gut, ich wüsste letztens den Unterschied zwischen Ruhrpott und Rheinland nicht. Das ist nochmal eine andere. Als Hamburger sollte man Heidi Kabel kennen, aber nein, Heidi Kabel mit an der Ex-Zeit Jung mit dem Tüdelband lief tatsächlich letzte Woche. Keine Ahnung warum, aber ich hatte irgendwie Bock drauf, lief hier rauf und runter. Und das ist meine Perle der Woche. Ja, aber dann, darauf nochmal zurückzukommen, der Unterschied zwischen Ruhrpott und Rheinland ist auch wirklich gemein. Also gerade wenn du vom Niederrhein sprichst und dann eine Stadt wie Oberhausen hast, dann wird's echt eng. Dann fällt selbst mir jetzt schwer zu definieren, was jetzt Ruhrpott und Rheinland ist. In gewisser Weise, wir kommen aus Krefeld, fängt es da schon an, weil Uerdingen und Rheinhausen ist praktisch Ruhrpott, die gehen ineinander über. Und ja, da ich wurde fast gelüncht hier. Also danke, dass du mir das quasi. Es gab sogar jemand, einen Zuhörer, der uns geschrieben hat, deswegen gesagt, so sehr gut, dass wir dem Spätzen endlich mal erklärt haben, was der Unterschied ist. Es ist sau schwer. Es ist aber auch ein kleiner. Ich habe nämlich diese Diskussion vor 2 oder 3 Wochen gehabt. Ein kleiner mentaler Unterschied. Ne? Der Rheinländer, selbst der Niederrheiner, ist ein bisschen Botter. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Bot benutzt. Gesetzter. Nee, Bott ist eher, also schwarzhumorig, schon ein bisschen, direkt zwar, aber mit Kanten, um es mal so zu sagen. Und der Ruhrpöttler ist einen kleinen Tick sozialer. Die haben zwar auch das Herz auf der Zunge und die sagen dir, was die denken, gibt's tatsächlich keine kleine regionale, emotionale Unterschiede. Ich nehme das mal als meine offizielle Begnadigung. Kai, deine Perle der Woche. Deine offizielle Begnadigung. Ich meine, höher kannst ja fast gar nicht mehr kommen. Ja, meine Perle der Woche ist eigentlich auch ein Klassiker. Und ich will jetzt eigentlich auch nur sicher gehen, dass ich mich jetzt im Namen nicht vertue, weil es wäre nämlich ultra, ultra, ultra peinlich. Und das wäre auf jeden Fall, ist das Crazy Train. Ja? Und jetzt bin ich mich gerade überlegen, war es Ozzy alleine? Ja. Ja, ne? Das war Crazy Train von Ozzy Osbourne. Hammer, hammer Song. Eigentlich muss ich sagen, ich finde den Song gar nicht so geil, aber das Riff ist der Burner. Ich finde den Song super. Also ich finde die Stimme von ihm da ein bisschen sehr krächzig, aber ich habe den, glaube ich, letzte Woche 3-4 Mal laufen lassen, lief da, das ist das mit Spotify, ne? man hört irgendwie einen Song und weiß am Ende nicht mehr, wer war das jetzt, was Ozzy Osbourne's Black Sabbath? Nein, aber in dem Fall, hammer, hammer, hammer Track, macht Spaß reinzuhören, macht das mal. Und ich werde mir eure beiden Tracks auch gleich mal anhören und jetzt sage ich das, was ich eben hätte sagen wollen. Vielen lieben Dank für die Zeit, vielen lieben Dank für diese coole Podcast-Folge und ich werde auch in euer Album auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Ja. Würde ich dir auch empfehlen oder würde ich euch beiden empfehlen. Viel Spaß dabei und ja, mir hat es Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Dankeschön. Vielen Dank. Es war mir ein inneres Herr der Ringe gucken. Schönen Tag noch. Dann ciao. Tschüss. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden 1000 Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben.
demselben Stern. Und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Und darum wird einmal ein Wunder